Ja, wenn wir nicht aufpassen, dann gehen uns die ganzen kleinen Krankenhäuser in der Fläche vom Netz. Vielleicht nicht alle, aber die Gefahr ist ganz real, weil die natürlich nicht die Erlöse erzielen, wie sie normalerweise erzielen. Kennen wir alle. Nicht so belegen können, wie gedacht, wegen Hygieneregeln, schwere Patientenfälle, die behandelt werden müssen. Und alles dieses zusammen ergibt ein Defizit in den Krankenhäusern, was irgendwann nicht mehr aufzufangen ist. Und an der Stelle sind wir jetzt. Wir haben heute vor allem die Landesregierung gestärkt, im Besonderen Ursula Nonnemacher, die von Anfang an kämpft. Was kaum einer so richtig mitgekriegt hat, ist ja, dass im Infektionsschutzgesetz ja drin steht, wie die Krankenhäuser unterstützt werden sollen. Das ist irgendwie nicht so richtig an die Oberfläche gedrungen. Diese Förderung, diese Ausgleichszahlung, die sollen auslaufen. Und wir bestehen darauf, dass sie weitergehen, und zwar für das gesamte Jahr, und zwar auskömmlich. So dass wir, wenn die Krise mal vorbei ist, gern darüber diskutieren können, wo sind zu viele Betten, wo sind zu wenige, aber nicht in der Krise, weil was weg ist, kommt nicht wieder. Die nächsten Schritte, das ist ganz leicht zu sagen. Wir müssen jetzt argwöhnisch den Bundesgesundheitsminister beäugen, dass nicht nur eine Absichtserklärung in all diesen Erklärungen auftaucht, wir wollen, wir werden, wir überlegen, sondern amtlich gesagt wird, die Krankenhäuser werden finanziert, die Ausgleichszahlungen kommen fürs ganze Jahr. Schluss.